C-A-L-L-M-E, baby. Gott, heute soll es um meine Duftlieblinge gehen von Frühling bis Sommer. Also wir machen zuerst einmal die zwei Jahreszeiten. Nächstes Mal dann, wenn es so in Richtung Herbst geht, werdet ihr dann die anderen Jahreszeiten sehen. Ja, ich fange natürlich an mit Frühling, weil wir haben ja jetzt Frühling, also fange ich auch mit Frühling an. Den ich jetzt vor kurzem erst entdeckt habe, der für mich für den Frühling trotzdem noch durchgeht, obwohl er ein bisschen intensiver ist, habt ihr auch in meinen letzten Fun Lovers Video gesehen, ist der Elisab. Ich weiß nicht, wie viele von euch den kennen, aber ich liebe den. Also wenn ich den rieche, Wahnsinn. Das ist ja einer, das habe ich euch eh schon mal erzählt in einem Video, das ist einer, den ich immer schon mal haben wollte. Ja, bin ganz, ganz stolz, dass ich den jetzt habe. Dann gibt es zwei von Yves Rocher, die ich sehr, sehr liebe im Frühling. Einmal den Tender Jasmin. Der sieht so aus. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals mal aufgebraucht habe. Ich glaube nicht. Nö. Ich glaube, aufgebraucht habe ich ihn noch nie, aber... Oh. Ich mag den so, so gerne. Ich habe den immer früher im Yves Rocher gesprüht, weil wir mussten ja, so wie jetzt auch im Müller, müssen wir sich immer einsprühen oder den Duft nehmen und im Geschäft rumsprühen. Und ich habe das immer meistens mit dem gemacht und mich auch mit dem eingesprüht. Und dann habe ich mir den mal mit meine Punkte geholt und seitdem ist das mein absoluter Lieblingsfrühlingsduft. Ich sollte den mal endlich verwenden, weil den habe ich schon sehr, sehr lange und habe ihn nie so richtig wirklich verwendet, außer damals im Frühling, wo ich beim Yves Rocher war. Den kennen sicher viele, das ist der ganz, ganz berühmte Evidenz von Yves Rocher, den liebe ich. Meiner hat nur eine limitierte Flakon-Version, weil die kommen ja immer zu Weihnachten raus, die letzten zwei habe ich leider verpasst. Weil ich den eh noch habe, also habe ich mir gedacht, brauche ich nicht. Aber ich ärgere mich schon sehr, dass ich die anderen zwei Limited Edition Flakons nicht habe, weil ich wollte die ja eigentlich sammeln. Aber um das geht es in dem Video nicht. Da ist auch schon ein bisschen verwendet, wie ihr sehen könnt, weil ich habe den vor kurzem oder voriges Jahr irgendwann mal angefangen und wollte ihn aufbrauchen. Aber habe gefunden, dass der nicht so in die Jahreszeit passt. Im Sommer kann ich ihn, glaube ich, nicht verwenden, weil das wäre zu viel. Also im Sommer wäre der zu heftig. Aber so finde ich den echt, für den Frühling finde ich den echt gut. Oder so bevor Sommer anfängt, wo es noch ein bisschen wärmer wird, aber nicht so brechend heiß wie im Sommer. Weil wirklich im Sommer, wo Juli, Juni, bla 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 ist, da kann man ihn nicht verwenden, da ist er viel zu intensiv. Dann kommt ein Duft, den habe ich vorher auch gesprüht. Das ist der Duft von Jean Galliano. Gab es mal damals beim Müller. Das war, wie ich angefangen habe dort. Und dann ist er um 10 Euro reduziert gewesen und ich habe mir alle gekauft, die ich gefunden habe. Ich war sogar in der SCS damals und habe mir zwei, glaube ich, mitgenommen. Ich habe so viele Backups gehabt. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch drei so kleine und einen Tester. Mami. Da muss ich ihn mir nämlich übers Internet kaufen. Da habe ich echt Angst, dass den irgendwann einmal nicht mehr gibt. Da habe ich wirklich Angst, dass den irgendwann einmal nicht mehr gibt. Der riecht, ich habe mich vorher schon eingesprochen, aber ich tue es nochmal. Oh, ich liebe den Duft. Ich liebe den Duft so sehr. So sieht der aus. Den liebe ich wirklich am allermeisten. Den benutze ich auch schon sehr, sehr lange. Meistens immer im April. Das ist so mein April-Duft. Den muss ich in April verwenden. Da, wo die Blumen überall anfangen zu blühen. Das ist, erinnert mich an eine Zeit, wo ich mal... Das sollte ich vielleicht in dem Video nicht erwähnen. Aber da war ich auch so kaufsüchtig. Genauso wie beim Elisab, was ich euch im letzten Video erzählt habe, war es bei dem auch. Da war ich auch so kaufsüchtig und habe mir den dann mal geleistet, weil ich den unbedingt haben wollte. Habe ihn auch damals aufgebraucht, weil ich eben nicht so die Bunkerin damals war. Und ja, ich liebe den. Ich kann den nicht missen und ich will den unbedingt immer wieder haben. Deswegen habe ich Angst, dass ich meine Backups irgendwann mal aufbrauche. Das wäre urtraurig. So, Sommer. Im Sommer bin ich eher nicht so die Parfüm- oder Parfumträgerin, außer den hier. Den habe ich ja letztes Jahr für mich wieder entdeckt. Ich mochte ja damals als Kind den Erdbeer immer so gern von Yves Rocher, den Duft. Ist jetzt sehr Yves Rocher-lastig, obwohl ich gar nicht mehr so oft Yves Rocher-Düfte benutze, aber egal. Den musste ich mir nachholen. Ich habe den eh mit meinen Punkten gekauft. Habe ich euch in dem Haul-Video erzählt. Man riecht leider nichts, weil ich ihn noch nicht verwendet habe. Aber der ist ein Muss im Sommer. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt aufbrauche im Sommer. Weil den will ich heuer wieder verwenden. Unbedingt. Die ganz große Flasche war vielleicht ein bisschen übertrieben.
Aber den habe ich so gern letztes Jahr im Sommer verwendet und deswegen wollte ich ihn unbedingt wieder haben. Das ist auf jeden Fall mein Sommerfavorit. Auf jeden Fall. Dann gibt es noch zwei Body Sprays. Den habe ich mal. Das ist einer von einer Essentially, dieses Secret Hashtag Secret Party, wenn euch das noch was sagt. Das riecht ja genauso wie diese Haarsprays, die ich da so extrem gebunkert habe, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Genauso riecht er. Und den habe ich ein paar Mal letztes Jahr, glaube ich, verwendet und dann habe ich ihn wieder auf die Seite gestellt, weil ich ihn nicht aufbrauchen wollte. Sehr dämlich, ich weiß. Ich glaube, das ist auch der, wo ein bisschen was fehlt. Ich glaube schon. Man sieht es nicht so ganz, oder? Ja. Auf jeden Fall mag ich solche Body Sprays wirklich gerne im Sommer. Oder von Victoria's Secret. Da habe ich ja letztes Jahr im Sommer auch einen aufgebraucht. Und ich hätte fast wieder einen aufgebraucht, wenn ich den nicht in der Arbeit vergessen hätte. Aber egal. Dann brauche ich ihn halt demnächst auf. Ist ja wurscht. Ja. Das ist jetzt der Strawberry and Champagne. Also jetzt den habe ich nicht mal verwendet. Aber ich mag die Body Sprays von Victoria's Secret sehr gerne. Man riecht auch gar nichts an dem, weil ich den noch nie verwendet habe. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich habe jetzt noch nicht so viele Sorten probiert, aber bis jetzt die Sorten, die ich gehabt habe, waren okay. Den Sheer Love ist der einzige, glaube ich, den ich mir irgendwann einmal, wenn meine ganzen Backups leer sind, nachkaufen werde. Den habe ich, glaube ich, noch nie, oh ja, einmal im Müller, glaube ich, habe ich ihn probiert, weil ich wissen wollte, wie der riecht. Aber der steht halt für die Victoria's Secret Body Sprays, weil ich ebenso viele habe. Und die benutze ich halt gerne im Sommer, weil dann stelle ich sie eine Zeit lang im Kühlschrank und lasse sie eine Weile drin stehen und nehme ihn dann erst raus. Ja. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Sinn für euch ergeben. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich habe so viele Düfte, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist ein Sammlungsvideo gewünscht worden, aber ich glaube, das würde den Rahmen extrem sprengen. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das machen werde. Weiß ich wirklich noch nicht. Also habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich muss mich da ein bisschen organisieren, wie ich das machen würde. Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was euer Lieblingsfrühlings- und euer Lieblingssommerduft ist, wenn ihr sowas habt. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Weil da kann man so ein bisschen vergleichen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!